herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legendary Games. Heute mit dem Spiel Civilization, entwickelt von Sid Meier's und Bruce Shelley, dem späteren Architekten von Age of Empires, vor allem vom zweiten Teil. Wir werden uns heute einfach mal das Spiel anschauen und auch entsprechend ausprobieren, beziehungsweise ich werde das Spiel auch soweit erklären. Und starte dafür ein neues Spiel. Und zunächst, wenn man ein neues Spiel startet, alle erfahrenen Spieler, die seit 1991 das Spiel kennen, wissen, es geht immer mit der Schöpfungsgeschichte los. Bei mir leider ähnlich schnell wie damals im Original 1991-92, weil ich den Emulator jetzt nicht beschleunigt habe, werden wir uns einige Szenen anschauen müssen, bevor dann die Escape-Taste von mir tatsächlich einen Abbruch des Intros bewirkt. Ja, die Schöpfungsgeschichte spielt eigentlich gar keine Rolle für das Spiel. Mich wundert, dass es drin ist. Eigentlich geht es ja erst 4000 vor Christus mit den Menschen los. Und zwar hat man ein Steinzeitvolk oder ein Volk wie vielleicht die Ägypter in ihrer Hochkulturphase unter sich und versucht dieses eben innerhalb von 6000 Spieljahren durch die Zeit zu führen und eben seine Konkurrenten auszuschalten, sprich die anderen Völker. Jetzt hat es gewirkt, dass man abbrechen konnte und man sieht hier, insgesamt gibt es 5 Levels zur Auswahl. Prinz ist das Level, wo die Schwierigkeit so ist, dass die CPU keine Vorteile hat und der Mensch keine Vorteile hat. Bei Häuptling und Kriegsherr kriegt man als Mensch Vorteile eingeräumt beim Forschen und beim Kämpfen. Und auf König und Kaiser ist es eben umgekehrt, da kriegt die KI Vorteile eingeräumt. Inzwischen bei neueren Spielen gibt es ja auch höhere Levels als Kaiser, aber Kaiser war bei Civilization 1 die höchste Level. Ich nehme die deswegen auch mal. Hier kann man aussuchen, mit wie vielen Konkurrenten man spielt. Ich werde mich für 7 entscheiden, damit ein bisschen was los ist auf der Karte. Theoretisch könnte ich aber auch mit weniger Völkern spielen. Ein Volk davon ist man selbst. Und als nächstes kommen 14 Völker. Civ 1 hat die geringste Auswahl an Völkern in der Endversion. Und zwar hat man bei Civ 2 zum Beispiel 3 Völker pro Farbe, bei Civ 1 nur 2 Völker pro Farbe und später sind die Farben ja auch durcheinander teilweise. Da ist es dann tatsächlich so, dass eine genommene Farbe kein anderes Volk ausschaltet. Ich mache ein Beispiel hier, wenn ich zum Beispiel den Römer nehmen würde, der gerade angewählt ist, dann darf der Russe nicht mitmachen, weil beide grau sind. Oder wenn ich den Babylonier nehme, der ist grün, dann dürfen die Zulus nicht mitmachen. Oder umgekehrt Deutschland, Frankreich und so weiter. Das heißt, das sind immer paareweise Länder. Wenn ich mich also jetzt zum Beispiel für die Griechen entscheide, was ich machen werde, dann werden die Engländer aus dem Spiel genommen. Ich könnte mir auch genauso gut auch die Engländer nehmen, da würden die Griechen rausgenommen werden. Hat allerdings keine große Entscheidung. Und zwar gibt es noch keine Spezialeinheiten, wie bei späteren Civilization-Teilen. Und es gibt auch noch keine besonderen Gebäude oder irgendwelche Boni, die sich nach der Nation richten. Das Einzige, was die Nation beeinflusst, ist eben die Farbe und tatsächlich, wie die Städte heißen, beziehungsweise wie die Stadtvorschläge heißen. Okay, ich bin soweit fertig. Und das ist der Startbildschirm. Man hört auch gleich dazu noch die Musik. Und ich habe relativ viel Glück. Hier steht, ich habe zusätzlich die Bronzeverarbeitung und das Rad erhalten. Also ich habe schon 2 Erfindungen. Und ja, schaue ich mal, wo ich starte auf der Welt. Hier sieht man einen Planwagen. Aha, mich hat es zumindest schon mal ins Zentrum verschlagen, so wie es aussieht. Und man sieht, die Grafik ist sehr einfach gehalten. Obwohl es VGA ist, für damals ein guter Standard, hat es damals auch keine so super Kritiken gegeben, was die Grafik angeht. Mit diesem Siedler kann ich eine Stadt bauen. Das werde ich wahrscheinlich auch gleich machen. Zuvor erkläre ich noch kurz, was ist. Wo jetzt zurzeit mein Bild zu sehen ist, also sprich meine Übertragung per Cam, kann man normalerweise auch lesen, was für eine Einheit es ist und auf was für eine Art von Feld ich stehe. Also ich stehe zurzeit auf Weideland, das würde keine Ressource geben, allerdings Handel, wenn ich da eine Straße baue. Ohne Straßen gibt es keinen Handel. Wofür der gut ist, werde ich dann auch beim Stadtbildschirm erläutern. Links unten wäre Sumpf, über mir ist Wald und das andere, wo ich jetzt hinziehen werde, ziehe mal mit der Numpad auf die 3, ist auch Weideland, allerdings mit einer Ressource. Und da baue ich als erstes schon mal eine Straße, einfach um entsprechend auch Handel dann zu bekommen. Und jetzt gehe ich ein Feld nach oben, habe ich mit der 8 gemacht, und werde eine Stadt bauen. Mit B baut man Städte, also Build. Und der Stadtname ist Athen. Ich könnte jetzt auch irgendwas anderes angeben, aber ich nenne es mal Athen. Und hier erfolgt immer
was ganz nett ist, so eine kurze Animation, wo man eben sieht, wo man die Stadt baut, sieht immer gleich aus und dann kommen allerdings auch die Gebäude dazu, beziehungsweise das Stadtfenster und da wird eben auch dargestellt, was in der Stadt alles drin ist. So, wichtig erstmal dieser Teil. Also, man kann sehen, warum ich die Straße gebaut habe. Ich lege mal kurz den Mann weg und lege ihn hierher. Man sieht, hier gibt es keinen Handel. Hier ist eine Straße gebaut, deswegen ist hier ein Handel, zwei Handel. Es gibt auch keine Korruption und der Handel wird zurzeit aufgeteilt in eine Münze und in eine Glühbirne. Dazu werde ich gleich eine Änderung vornehmen und zwar werde ich erstmal alles auf Forschung drehen, aber dazu später mehr. Hier sieht man erstmal, was die Stadt erzeugt. Zwei Nahrung braucht das Männchen. Zwei überschüssige Nahrung sind da. Diese wird hier unten eingefüllt und wenn das Teil voll ist, wächst die Stadt um eine Person und dann dauert es ein Kästchen mehr, bis es wieder vollgefüllt ist und dann kann man 3, 4, 5, 6 Einwohner kriegen und die Zahl hier oben nimmt auch immer zu von 10, 30, 60, 100.000, 150.000. Also es kommen immer, die vorherige Zahl wird immer entsprechend aufgestockt. Also sprich, da können auch tatsächlich Millionenstädte rauskommen. Wird in meinem Spiel nicht der Fall sein. Also Nahrung, wie viel wird benötigt? Wie viel Nahrung habe ich, wenn ich zum Beispiel weglege? Sieht man, aha, da wird gar keine Nahrung überschüssig erzeugt. Ich möchte aber, dass die Stadt wächst, deswegen bleibt es da. Zwei Schilder, ich komme auch gleich mal dazu. Hier habe ich das Baumenü, das habe ich mit Ändern aufgerufen und dann stelle ich erstmal den Siedler ein. Er sagt mir, 20 Runden dauert er, 0, 0 hat er Angriff, 1 hat er Verteidigung, 1 hat er Abwehr. Hier sehe ich das für die anderen Werte auch, zum Beispiel Streitwagen hätte 4 Angriff, 1 Abwehr, 2 zwei Züge. Und dann gibt es eben auch noch Gebäude wie die Kaserne oder das Kolosseum, den Kolossus. Das habe ich mit Rechtsklick mal geguckt, was es ist. Das wäre ein Weltwunder. Das heißt, derjenige, der es als erstes baut, hat dieses Wunder und alle anderen können es danach nicht mehr bauen. Sowas wie eine Kaserne kann man dafür in jeder Stadt bauen. Vorteil von Wundern, ich gehe nochmal zum Kolossus rein. Man kriegt eben in dieser Stadt einen Handelspunkt pro Handelsquadrat. Das heißt, ich hätte jetzt hier in dieser Stadt, wenn der Kolossus gebaut wird, zwei Handel, das heißt, ich hätte hier schon vier Handel. Wäre natürlich eine super Sache. Allerdings sind diese Wunder auch teuer. Man sieht es 100 Runden und man hat auch Probleme, wie zum Beispiel diese Leute glücklich zu halten. Dazu werde ich auch gleich was sagen. Ich stelle jetzt erstmal den Siedler ein. Da eine Verteidigungseinheit, eine Angriffseinheit, eine Kaserne, die die Einheiten erfahren macht, ist auch immer zu empfehlen. Aber ich fange mal mit dem Siedler an. So. Und was ich auch noch machen werde, was vielleicht von späteren Ziff-Teilen bekannt ist, die Steuerrate ist ja da an die Staatsform geknüpft. Hier kann man noch frei zwischen 0 und 100 komplett von vornherein auswählen. Und da Forschung am Anfang wichtig ist, drücke ich auch mal die Forschung hier an. Jetzt drücke ich eine F-Taste, F6, und da sehe ich auch, wie viel Glühbirnen ich brauchen werde, um meine Erfindung, die ich am Ende der Runde auswähle, tatsächlich zu erforschen. Also sieht man hier, eine Glühbirne ist erst eingebracht. Später braucht man da auch immer mehr und mehr und mehr. Dadurch wird die Forschung auch langsamer, beziehungsweise man muss eben noch mehr Forschungspunkte generieren, um sein Tempo zu halten. Zurück in Stadtausbau. Man sieht, aha, da sind schon zwei Ressourcen in den Siedler geflossen. Hier habe ich den Palast. Ich habe eine Hauptstadt, da ist der automatisch drin. Wenn ich ihn woanders baue, dann kann ich damit die Hauptstadt wechseln. Das ist allerdings nur hilfreich bei Korruption. Dazu werde ich später was sagen. Das taucht auf, wenn mehr Städte da sind. Man sieht, eine Runde ist vergangen, Speicher wird gefüllt, Ressourcen werden gefüllt. Gut, was ich noch hier als einziges nicht erklärt habe, die Kästchen hier braucht man eigentlich nicht. Also auch wenn man wirklich regelmäßiger Spieler ist, eigentlich reicht es immer auf Info zu lassen und das daneben ist ein Quatsch. Hier unten sind Einheiten, wenn welche in der Stadt sind, sind aber zurzeit keine. Mein Siedler hat ja gebaut, und dadurch ist die Stadt auch unbefestigt. Was unbefestigt auf der Karte, wie unbefestigt auf der Karte aussieht, zeige ich auch noch. Durch die Steuer 0% und Wissenschaft 100% sieht man auch, die eine Glühbirne ist zusätzlich, weil diese eine Münze, die vorher da war, weggefallen ist. Also aus zwei Handel werden zwei Glühbirnen. Ich ändere jetzt hier trotzdem noch was ab. Das würde man machen, zum Beispiel diesen Elvis-Imitator würde man einstellen, um Leute glücklich zu machen. Der erzeugt Luxusressourcen. Damit können dann Städte ja, größer sein, als sie eigentlich sein
können zu der Zeit, wenn man zum Beispiel Tempelausbauten oder sowas noch nicht hat oder zum Beispiel Kirchen oder Kolosseen, dann kann man damit eben tatsächlich schauen, dass die Stadt keine Unruhe macht und weiter produziert. Städte, in denen Unruhe sind, produzieren nicht und in bestimmten Staatsformen wie der Demokratie können sie zum Machtumsturz führen, was dann dazu führt, dass das ganze Reich nichts produziert. Also es ist manchmal ganz hilfreich, sowas zu machen. Hier sieht man unter anderem einen Steuereintreiber und ich könnte ihn aber auch zum Wissenschaftler machen. Da würde ich jetzt aktuell eine Glühbirne extra kriegen. Aber das will ich gar nicht, der soll weiter produzieren. Das war nur, um das Startmenü vollkommen zu erklären. So, ich gehe da mal raus. Man sieht, hier ist auch kein schwarzer Rand rum. Das heißt, die Stadt ist unbefestigt. Ein Dollar habe ich irgendwie eingenommen, also weil meine Steuerreform wahrscheinlich eine Runde zu spät kam. Ich drücke jetzt einfach mal weiter. Hier sehe ich auch Steuer, Luxus, Wissenschaft. Ja, 0, 0, 100%. Also so ist die Aufteilung. Okay, ich drücke mal weiter. Und jetzt fragt er mich, was er entwickeln soll. Mit Rechtsklick könnte ich zum Beispiel auch Infos kriegen, was damit ermöglicht wird und was es mit der Technologie auf sich hat. Unter anderem ist es auch eine Codeabfrage, die man dann in der Zivilopädie nachschauen könnte, theoretisch. Kommt immer 3000 vor Christus. Dafür muss ich auch kurz aus dem Programm raus, falls irgendwas gefragt werden sollte, was ich jetzt nicht auf Anhieb weiß. Ich entwickle einfach mal das Alphabet. So, jetzt drücke ich mal weiter. Ihr seht, am Anfang vergehen da immer 20 Jahre. Und wie man sieht, Sid Meier hat sich selbst verewigt. Links das Gesicht ist eher ungefähr um den Dreh rum 1991 und besser ging es wahrscheinlich in VGA-Grafik nicht. Und wir haben das Alphabet gefunden. Später sieht dieser Bildschirm auch ein bisschen moderner aus. Allerdings ist es ja noch die Antike und dadurch ist eben diese Optik auch angebracht. Jetzt kommt dieser Text, den ich vorher aufgerufen habe, bla 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 bla, was sind Alphabete, wer hat die entwickelt und so weiter. Das heißt, hier steht eigentlich der historische Hintergrund von der Erfindung, warum sie auch im Spiel sich befindet. Insgesamt gibt es, glaube ich, 80 verschiedene Erfindungen. Wir werden heute nur einen Bruchteil davon sehen, aber so würde das normalerweise funktionieren. Und hier kann ich sehen, was damit ermöglicht wird. Und ja, was immer hilfreich ist, ist zum Beispiel, wenn man sowas schon entwickelt hat, die Schrift zu entwickeln. Dann kann man nämlich auch wieder bestimmte Sachen machen, wie zum Beispiel eine Bibliothek entwickeln für Forschung oder Diplomaten, mit denen man bestimmte Aktionen durchführen kann. Aha, die Stadt ist auf zwei gewachsen. Wie man sieht, 20.000 Einwohner mehr, es sind 30.000 Bürger. Der Siedler kommt gut voran und die haben das nächste Feld belegt, um eben tatsächlich weiter wachsen zu können. Man sieht, hier ist die Spalte um eins breiter geworden. Also insgesamt kann die sehr, sehr breit werden, wie man sieht. Ich lege aber mal um. Ich möchte nämlich gerne den Siedler auch haben und sehe, aha, der braucht nur 5 Runden, weil ich hier 2 Schilder produziere und hier unten würde ich einen Handel zwar mehr produzieren. Okay, 6 Runden kann man machen. Also ich lasse ihn mal bei 6 Runden. Drücke mich mal durch. Das sind so Meldungen, die man unter anderem kriegt. Ich rufe auch gleich mal die F-Tasten nochmal auf. Also F1 bis F10 sind sehr hilfreiche Kurz-Shortcuts, mit denen man eben auch tatsächlich wichtige Informationen erhalten kann. Hier geht es eben darum, dass die Chinesen ausgelöscht wurden. Und zwar von Indern. Inder sind grau und Chinesen sind. Jetzt hätte ich fast gelb gesagt, aber gelb sind Azteken und Ägypter. Weiß ich gerade die Farbe nicht. Jedenfalls kommt die Farbe von den Chinesen jetzt nochmal nach, weil er vor Christus ausgelöscht wurde. Das heißt, wir spielen weiterhin mit 7 Zivilisationen. Der Nachrücker hat allerdings den Nachteil, dass er eben 300 Jahre später in dem Spiel einsteigt. Kommt immer wieder mal vor, dass vor Christus jemand vernichtet wird. Und dann werden eben Zivilisationen tatsächlich irgendwo auf der Karte, wo noch Platz ist, neu eingesetzt. Ah ja. Viele Leute vermissen das in späteren Teilen. Hier kann man einen Palast ausbauen. Das kommt zu bestimmten Zeiten. Ich kann gar nicht so genau sagen, obwohl ich wirklich sehr oft gespielt habe, wann man ausbauen darf. Ich habe natürlich Vermutungen, wann man bestimmte Sachen machen darf, aber ich wähle jetzt einfach mal aus und man sieht, man hat 3 verschiedene Stile. Ich nehme mal, weil ich ein Grieche bin, den klassischen Stil mit den Tempelanlagen. Und ja, hier wird mit der Zeit ein Palast entstehen. Mir ist die Option komplett egal. Jetzt werde ich wahrscheinlich von einigen ein entsetztes Wieso hören, aber das ist tatsächlich so, es ist ein reines spielerisches Gimmick. Hier würde man es noch über meinem Bildschirm eben auch sehen, dass der Palast jederzeit anschaubar ist. Wenn hier oben ein weißer Balken entsteht übrigens, heißt es, auf der Welt wird nicht gekämpft, das heißt, da besteht Frieden.
Anscheinend ist es nicht ganz friedlich, beziehungsweise vielleicht geht auch die Anzeige erst später los, aber dieser weiße Balken hier oben ist immer ein Indikator für Frieden. Hier sieht man auch, wie weit die Erfindung ist. Also die leuchtet schon halb gelb auf. Ich drücke mal F6, man sieht auch, die wird demnächst fertig. Andere F-Tasten wäre zum Beispiel, hier sehe ich meine Einnahmen und Ausgaben, wie lange ich ungefähr fürs Entdecken brauche. Hier kann ich sehen, wie viele Einheiten ich habe, wie viele Einheiten ich verloren habe, von welcher Art, das ist ganz interessant. Was machen meine Städte? Das war jetzt F1. F3 ist die Diplomatie. Ich kenne noch keinen, mehr steht hier nicht. Und dann gibt es noch, jetzt muss ich mal gucken, F7 war mir wieder gar nichts. F8. Ah ja, F8 sieht man unter anderem die größten Städte der Welt. Hier kann man auch später sehen, welche Wunder es gibt. Ja, sieht man zumindest schon mal, wer alles mitspielt. Das ist auch immer ganz hilfreich. Die haben auch unter anderem andere Attribute, als zum Beispiel die Zulus oder die Russen sind eher aggressiv. Die Ägypter sind eher mehr Richtung Forschung aus. Also es gibt so ein paar Sachen, wo die Computerspieler sich dann schon unterscheiden und damit auch so ein gewisses Wesensmerkmal haben. Die Amerikaner sind zum Beispiel eher Forscher und auch eher diplomatisch veranlagt, genauso wie die Babylonier. Es gibt auch eher zurückhaltende, feige Völker und es gibt sehr aggressive, wie zum Beispiel die Mongolen, die jetzt nicht dabei sind, weil die Inder dabei sind. Also da gibt es auch Unterschiede. Ja, hier sieht man nochmal die Gesamtpunktzahl. Finde ich jetzt nicht so interessant. Also die ersten 8 Tasten von der F-Reihe sind die wichtigsten. Und jetzt sieht man, Nachricht, Athen baut Siedler. Insgesamt kann man 120 Einheiten aktiv im Spiel haben. Mehr geht nicht. Danach sagt er irgendwie, ja, mach mal besser was anderes. Wir haben zu viele Einheiten auf dem Feld, bla bla. Hier sieht man, der Siedler kostet eine Nahrung. Deswegen wächst die Stadt jetzt langsamer. Und wenn der Siedler irgendwie selbst was bauen sollte, dann wird diese Nahrung wieder an die Stadt zurückgegeben, aber er wird von der Stadt Athen unterhalten. Hier unten steht auch immer dabei, zu welcher Stadt er gehört. Das gleiche kann ich auch lesen. Da, wo jetzt mein Bild ist, kann ich auch sehen, wo er sich befindet natürlich. Und da kann ich auch sehen, welche Stadt für ihn verantwortlich ist. Ist sehr hilfreich zu wissen. Weil, wenn jetzt zum Beispiel ein zweiter Siedler aus der Stadt kommen würde, dann würde ja noch ein Nahrungsfeld wegfallen und wenn ich Pech habe, sogar auch eine Ressource und es verlangsamt dann die Städte. Das heißt, man muss auch immer bedenken, wie viele Einheiten aus welcher Stadt kommen. So, der baut mal eine Straße. Straße baue ich aufgrund von Handel. Könnte ja wichtig sein, wenn die Stadt wieder zwei groß ist. Und Schrift ist mal unterwegs erfunden worden. Jetzt erfinde ich mal die Mauern. Und ja, wenn man jetzt siehe da, der würde jetzt auch hier entsprechend die Sache so produzieren. Gut. Jetzt schaue ich mich mal ein bisschen um. Ah, das haben wir noch nicht gehabt. Also hier kann ich keine Straße bauen, weil mir noch der Brückenbau fehlt. Ich nehme aber jetzt an, dass vielleicht erfahrene Spieler gleich wissen, was das ist. Und zwar ist das so eine Art Zufallsereignis. Das kann gut sein, es kann schlecht sein. Ich gehe jetzt einfach mal rein in die Hütte. Ah, und das Standardereignis, was normalerweise kommt, du kriegst 50 Gold. Ja, ist ganz nett, kann man brauchen, sage ich nicht nein. Aber das ist tatsächlich eher so der Standard, den man zu erwarten hat, wenn man in so eine Hütte geht. Oder der zweite Standard, es kommen Barbaren raus. So, ich habe eine Straße wieder gebaut, wegen dem Handel, und habe eine Stadt gebaut, Sparta, und ja, ich möchte weiter. Oh, das ist natürlich schlecht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich das am besten löse. Ah, der hat natürlich wieder zu wenig Geld. Ein Dollar fehlt, super. Der wollte nicht mit mir sprechen. Das müsste normalerweise der Zulu sein. Ich kaufe mir jetzt einfach mal den Typen. Wie man hier sieht, kann ich den innerhalb von einer Runde fertigstellen. Und ich hoffe, das wird jetzt auch noch die Runde fertig. Ah, natürlich nicht. Wunderbar. Ich habe zu lange nicht gespielt. Also tatsächlich ist es so, man kann mit den Leuten erst sprechen, wenn eine Einheit da ist. Früher hätte man einfach so mit den Leuten sprechen können. Sehr ärgerlich. Und jetzt habe ich da nicht genügend Geld. Naja. Ich hoffe jetzt einfach mal, er marschiert nicht weiter. Natürlich marschiert er weiter. Ach, natürlich. Ah, da sieht er schon mich. Ah, wunderbar, er hat mich. Aber, und ich kann wieder, was totaler Scheiß ist, ich verliere jetzt das Spiel, obwohl ich es sehr gut erklärt habe. Ja, und damit habe ich meine erste Niederlage eingereicht, was natürlich nicht sein sollte. Damit bin ich raus. Diesen Bildschirm wollte ich eigentlich nicht zeigen. Und zwar kann man hier das Ende sehen. Es gibt auch dafür eine Endsequenz, wie in den späteren Spielen nicht, wo es dann heißt, ja, man kehrt zurück, herrlich, man hat eine Tonscherbe gefunden.
Wunderbar. Also das war das Spiel schon mal erklärt. Für alle, die sich interessieren, wie man tatsächlich das Spiel gewinnt, werde ich jetzt ohne Erklärung auch noch zeigen, wie man erfolgreich Civilization spielt. Okay, vielen Dank bis dahin. Das war's. Macht's gut und viel Spaß beim zweiten Video. Ciao.